Hallo zusammen. Neben mir der berühmte Romanautor Norbert Scheuer aus Keldenich, das hinter diesem Hügel liegt. Und wir heute hier mit Luna zusammen. Und wir reden heute mal über die literarischen Landschaften des Norbert Scheuer. Alle deine Bücher spielen hier unmittelbar in der Umgebung. Stimmt das? Ja, wir sind eigentlich genau im Mittelpunkt, wenn man das so nimmt. Wir sind im Mittelpunkt des Oftlandes. Im Mittelpunkt? Ja, wenn man in dieser Richtung zum Beispiel sieht, dann sieht man die, ist das Devon. Wenn man in diese Richtung sieht, da haben wir den Trias. Ja. Und also die verschiedenen Arten des Trias. Ja. Und auf dieser Seite geht es nach Münstereifel rüber. Ja. Und auf dieser Seite bergab sieht man das Ofttal bzw. das Oftland. Das heißt, wir sind hier schon wieder auf einer Wasserscheide quasi. Ja, wir stehen mitten auf einer Wasserscheide. Man könnte sagen, dass wir jetzt im Moment ziemlich indifferent sind. Wir könnten entweder in diese Richtung purzeln oder in die Richtung. Das heißt, bei dir, ja, du hast auch eine gespaltene Persönlichkeit, könnte man sagen. Du bist halb Rheinländer und halb Maasländer, oder wie ist das? Ja, alle Schriftsteller haben eine gespaltene Persönlichkeit. Wenn sie die nicht hätten, könnten sie nicht über andere Charaktere schreiben. Ja, sehr gut. Ich finde das ja so toll, du bist ja quasi ein Schriftsteller, der deutschlandweit bekannt ist und wirst auch als deutscher Schriftsteller wahrgenommen und nicht als Heimatschriftsteller, aber deine Orte liegen alle hier, also in der Eifel. Und trotzdem bist du kein Eifel-Heimatschriftsteller. Das finde ich also ganz bemerkenswert. Wie siehst du das? Ja, ich finde das auch bemerkenswert. Ich habe vor kurzem einen Artikel in der Zeitung gelesen, konnte ich nicht ganz lesen, weil der Rest davon war unter der Bezahlschranke. Mhm. Aber der Kritiker hat geschrieben, man müsste sich darüber wundern, dass ein Schriftsteller wie ich überhaupt mich im Literaturbetrieb festsetzen konnte und diese Bedeutung innerhalb des Literaturbetriebs gewinnen konnte. Leider konnte ich nicht weiterlesen. Es hätte mich interessiert, was er weiterhin darüber geschrieben hat. Würde ich mal für sorgen, dass man dahinter die Bezahlschranke kommt. Ich meine, ja, wer weiß, was er danach geschrieben hat. Also, he's mostly, oder der Amerikaner würde sagen, oder der Engländer, he's mostly overrated oder total überschätzter Schriftsteller, dessen Werke ja eigentlich nur in einem Umkreis Steinwurf um die Keldenicher Kirche spielen oder so. Gibt es vergleichbare Autoren in der Weltliteratur, deren Romane auch immer an einem Ort spielen? Also einer ist Faulkner. Mhm. Also die Romane von Faulkner spielen fast alle in einem bestimmten Landstrich mit einem sehr komplizierten Namen, den sie im Moment nicht reproduzieren kann. Mhm. Und selbst in der deutschen Literatur kann man sagen, dass fast alle oder sehr, sehr viele Autoren wie Lenz oder man kann auch sagen Böll, alles spielt im Grunde immer in einer bestimmten Region. Das ist handgesagt immer, dass wir die Aufgabe des Schriftstellers über eine Landschaft zu schreiben. Ja. Und von daher glaube ich, hängt das mit so einem bestimmten Empfinden in Deutschland zusammen, das mittlerweile allerdings etwas gelegt hat. Also alles, was sozusagen in der Provinz spielt, ist rückständig und es hat irgendwie ist anrüchig im Hinblick auf Nationalsozialismus oder so. In dieser Zeit wurde der Heimatbegriff ja überstrapaziert. Aber machen wir eben einen Cut an der Stelle, weil wir gerade hier einen Trecker von hinten reinbekommen. Als ich anfing, über diese Gegend hier zu schreiben, war es so, dass Provinzromane mehr oder weniger nicht wahrgenommen worden sind. Mhm. Und nur durch, sagen wir mal, so eine gewisse Beharrlichkeit von meiner Seite aus, dass ich immer weitergeschrieben habe und diese Romane auch in der Literaturkritik dann doch immer gut besprochen wurden, ne? Mhm. Hat sich das dann irgendwann geändert. Und jetzt ist es so, dass ja ganz, ganz viele Autoren mittlerweile über ihre Heimat und über ihre Jugend auf dem Land schreiben. Von daher ist es prinzipiell nichts Außergewöhnliches mehr, außer eben, dass meine Romane alle
an diesem Ort spielen. Also sich quasi auf diesen Ort konzentrieren und von da aus dann den Bezug zur Welt aufnehmen. Also irgendwie spielt ja auch immer das Weltgeschehen in den Romanen eine Rolle. Und wir wissen, die Eifel ist der Nabel der Welt, weil alles, was in der Welt passiert, hat hier seinen Ursprung. Ja, also überall ist der Nabel der Welt. Ganz egal, wo man steht. Ja. Also Cusanus hat das schon gesagt, in einer unendlichen Welt ist jeder Punkt der Mittelpunkt dieser Welt. Übrigens auch ein Ergebnis der modernen Physik. Ja, wir sind hier. Ich habe dir vorhin gesagt, jetzt mal ganz am Rande, ich habe vorhin gesagt, dass das die kürzeste Verbindung ist zwischen zwei Dörfern. Eigentlich darf man nicht hierher fahren, aber das wird geflissentlich ignoriert. Genau, also das würde wahrscheinlich hier auch eine gute Szene sein für einen Roman, oder? Man könnte ja hier beschreiben, den nächsten Roman hier anfangen lassen mit einem Verkehrsunfall auf dieser Kreuzung. Ja, man könnte im Grunde aus allem einen Roman machen, wenn man bis zum Ende des Romans damit gelangen würde. Irgendwo muss es, wenn man Geschichten schreibt, so ein Agens geben, was einen vom Anfang bis zum Ende treibt. Ne? Ja. Und das kann irgendwie so eine ganze Kleinigkeit sein, ne? Wie zum Beispiel hier ist ein Verkehrsunfall und von dem entwickelt man dann eine Geschichte. Aber es hängt auch mit dem Autor selbst zu tun, ob für ihn da sozusagen diese Triebkraft drin steckt, sagen wir mal 200, 300 Seiten zu schreiben. Hier in diesem Bereich spielt eine Kurzgeschichte von mir aus Karl Eifel. Und zwar geht es darum, dass jemand, da unten liegt das Kalk- und Zementwerk. Ja, ne? Ja. Und in diesem Kalk- und Zementwerk hat jemand gearbeitet und es war Winter, ne? Vor dem Krieg. Und hier gibt es sehr viel Nebel und dieser Nebel mischt sich sozusagen mit dem Kalkstaub, als das Zementwerk noch in dieser Zeit in Betrieb war und diesen Staub produziert hat. Und der Betreffende hat sich dann in diesem Nebel hier in dieser Gegend verirrt, ne? Und findet dabei, gab kaum was zu essen und findet dabei so einen abgetrennten Kuhkopf. Ne? Mhm. Und den bringt er dann mit nach Hause und die wollen daraus eine Suppe machen. Ne? Mhm. Aber das Ergebnis ist, dass aus dieser Suppe im Grunde eine stinkende Brühe wird. Ne? Und dieser Kuhkopf wird dann im Garten beerdigt. Das ist die Geschichte, eine kleine Geschichte, eine Kurzgeschichte, die hier in der Gegend spielt. Es kam schon eine Reiterin gerade vorbei. Hm? Kommt die hier jeden Tag vorbei? Da ist die jetzt auch, vielleicht kommen jetzt gleich noch so Figuren aus der Vergangenheit, vielleicht kommt ja noch Napoleon vorbei oder vielleicht kommen jetzt gleich, nehmen wir den Hund hier ein bisschen an die Leine, weil jetzt, das soll er eigentlich nicht. Das soll er eigentlich nicht. Also jetzt kommt doch gleich noch, das ist Napoleons Schäferhund, der ist ein bisschen kleiner geworden. Aber jetzt muss ich ein bisschen gucken, weil, ach guck mal, ist ja ganz süß. Ich erinnere mich, dass wir sind dieses Jahr war das, glaube ich, Anfang des Jahres, wir haben ja viele so kleine Wanderungen gemacht hier, auch vor allen Dingen nach der Flut. Und da waren wir hier unten im Urftal. Und da sind wir an diesen komplett zerstörten Gleisen vorbeigekommen, erinnerst du dich? Und ich glaube, es ging darum, dass du für die Süddeutsche nochmal ein Essay schreiben solltest über die Folgen der Flut. Dass die Geschichte oder beziehungsweise dieser Essay so geworden ist, wie er geworden ist, das hängt auch mit unserem Spaziergang zusammen. Ja. Denn wir sind ja quasi die Gleise entlang gegangen, kannst du dich daran erinnern, zwischen Nettersheim und Oft. Und als wir da hergingen, ne? Ist mir sozusagen die Idee gekommen, es geht jemand über diese Gleise und von da aus wird geschildert, was in dieser Nacht passiert ist und was auch zu dem Zeitpunkt nach dieser Katastrophe mit Karl los ist. Also das war sozusagen der Ansatzpunkt und dann muss man natürlich überlegen, welchen Anknüpfungspunkt hat man da. Und das ist bei mir sehr häufig, also irgendein Ort, wo ich jemanden kennengelernt habe, der dann als Figur in meine Romane einfließt oder in ein Essay einfließt in dem Fall.
Der Streckengänger, der war sehr plastisch dargestellt, also den gab es wahrscheinlich wirklich in seiner Kindheit, in seiner Jugend. Ja. Ja. Ja, also, das habe ich sofort gemerkt, also dass es den echt gab. Ich bin ja woanders aufgewachsen, ne? Mhm. Also in dieser eher Vulkaneifel. Mhm. Ne? Und da bin ich tatsächlich mit Streckengängern über die Schienen gelaufen und die kamen in unsere Gaststätte. Und daher habe ich sozusagen diesen Ansatzpunkt für diesen Essay. Jetzt findet man hier, ich würde mal sagen, als selber Autor von kurzen Geschichten, die ich manchmal schreibe, das ist eine reichhaltige Landschaft und ich finde, ein Autor, der findet die Geschichten im Erdreich, in der Landschaft. Ja? Er ist quasi ein Bergmann, ein literarischer Bergmann. Also ich finde, Bergbau hat sehr viel mit dem Ausgraben von Geschichten zu tun. Und deswegen ist mein Vorschlag, wir gehen jetzt mal an eine Stelle, die da oben gar nicht weit von hier ist. Das ist ein Bergbaugebiet, gar nicht lange her, 150 Jahre oder so. Und das schauen wir uns mal genau an, weil das birgt auch noch eine ganze Menge an Geschichten. Das ist ein visueller und auch inhaltliche Zeitreise, oder wie siehst du das? Ich finde das genial, dein Vergleich. Also, dass ein Autor ein Bergmann ist, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber im Grunde spielen fast in den letzten Büchern zumindest immer Bergwerkstollen oder irgendwelche Gruben bei mir eine Rolle. Ne? Ja, dann gehen wir mal hin. Deswegen werden wir da jetzt hin. Also hier in dieser Gegend wurde vornehmlich Erz gefunden, und zwar Eisenerz, sogenannter Brauneisenstein. Mhm. Auf der anderen Seite von Keldnitz Richtung Köln, am Dampfberg, wurde Bleierz gefunden, und zwar schon seit die Kelten haben von hier Erzgruben gehabt, und in erster Linie ging es denen um Blei. Hier auf dem Friedhof, der nicht weit entfernt ist, ja, hat man keltische Münzen und Schwerter gefunden, und, ja, sogar in den, ja, und sogar in den Gängen, also dieser Höhlen von den Kelten, fand man Artefakte von keltischen Ursprung. Und es ist ja so, Mechernich war mal, glaube ich, der größte Bleierz-Tagebau der Welt. Ja. Und dann ist man natürlich klar geworden, also was wird in der Eifel abgebaut? Eisenerz und Blei. Ja, und um das zu verhütten, muss man natürlich die ganzen Buchenwälder in Holzkohle umwandeln, weil es Steinkohle, Kokskohle vor allen Dingen ja noch nicht gibt. Und dann wird es eben interessant, was macht man mit Blei und was macht man mit Stahl? Krieg führen. Ja. Ja, also die Eifel ist tatsächlich in dieser Zeit Lieferant für die Rohstoffe, für die Kriegsführung, für die napoleonische Kriegsführung. Spinnen wir das noch ein bisschen weiter. Ja. Wir sind ja jetzt im Moment von den Kelten über die Römer bis ins Mittelalter gekommen. Ja. Und immer wurde sozusagen hier in der Eifel Erz abgebaut. Mhm. Ne? Und je weiter wir sozusagen in die Neuzeit kommen, im 18. Jahrhundert, hat natürlich die Art und Weise der Verarbeitung, der Verhüttung verändert und auch wie man danach nach den Erzen gegraben hat. In diese Zeit fällt, also im Mittelalter hat man sozusagen hier vor Ort Öfen gehabt, die waren aus Ton, und hat dann die Erzklumpen reingemacht und hat durch Befeuerung dann sozusagen das Erz vom Gestein und von beispielsweise Sauerstoff und Schwefel gelöst. Mhm. Und später, also jetzt in der Neuzeit, 18. bis 19. Jahrhundert, gab es dann bereits Reitwerke. Das heißt, also unten im Tal wurde sozusagen die Wasserenergie genutzt von der Urft, um die Blasebälge in Betrieb zu halten oder auch um Hammerwerke zu betreiben. Und dann musste natürlich das Erz nach unten befördert werden. Und wenn man diesen Wald ansieht, überall, also man kann 5 Meter gehen, dann ist man schon in der nächsten Pinge. Und diese Erze mussten dann nach unten transportiert werden. Im 19. Jahrhundert war im Grunde das Eifler Erz nicht mehr ergiebig genug. Die Transportwege waren auch zu umständlich. Und zurück blieb im Grunde eine Gegend, die absolut kahl war. Wir stehen jetzt hier in
in Wäldern und man denkt, das hätte ewig existiert. Aber wenn ich mit Leuten aus dem Dorf hierher gehe, ne, dann sagen die mir, als ich ein Kind war, gab es hier keinen einzigen Baum. Also alles war, war flach und die haben in der letzten Zeit der Eisenproduktion das Holz von weit her holen müssen, aus dem Kehrmeter. Also das ist bei Schleiden so ein riesiges Waldgebiet. Was hier schon keine Buchen mehr gab. Hier gab es nichts mehr. Jetzt sind wir hier an so einer Pinge, Luna, Norbert und meine Wenigkeit. Und ich muss mir also vorstellen, dass das hier ein Schacht ist und nicht einfach nur eine Aushebung. Das ist ein Schacht und sagen wir mal zwischen 10, 12, 30 Meter tief, geht er sozusagen in die Erde rein. Und zwar ist der ausgekleidet, dieser Schacht, sagen wir mal von einem Meter, der ist ausgekleidet mit Gehölz, also Buchengehölz, sodass, sodass die Erde nicht nachfällt. Und dann zwischen diesen einzelnen Verstrebungen ist dann eine, werden dann Zweige gelegt, also sodass das Ganze eine Festigkeit bekommt. Ja. Und die, der Bauer und sein Sohn lassen sich dann bis nach unten runter ab und graben sich dann von da ausgehend nach links und rechts entlang der ja, des Eisenganges vorwärts. Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite ist dann ein zweiter, ein zweiter Schacht. Kann das der sein? Das ist der. Ein zweiter Schacht, wo der als Luftschacht dient und als Schacht, über den dann das Eisenerz nach oben gezogen wird. Also in der heutigen Sprache würde man sagen Mikrobergbau. Ja, genau, Mikrobergbau, der auch im Nebenerwerb erfolgt. Ja. Im Sommer ist nämlich kein, in der Regel, hier nichts gefördert worden, weil die Bauern, es waren Bauern, ne? Die haben also im Sommer und im späteren Frühjahr ihre Felder bestellt und im Herbst. Und erst im Winter und im Frühjahr wurde hier Erz gefördert. Das hat noch einen weiteren Grund, warum das in dieser Zeit gemacht wurde. Im Sommer war es zu warm. Ne? Also du meinst auch, dass die Zirkulation vielleicht nicht so stattgefunden hat durch die Bewetterung, wie man du sagst das. Ja, du wusstest du, dass ich aus einer alten Bergmannsfamilie komme? Du hast es mal erwähnt, so ganz nebenbei. Mal, wer ist denn, wenn er hier aus dem Westen kommt, hat da jeder irgendwas mit Bergbau zu tun, verstehst du? War immer ein Vorfahr von mir, der war Geometer. Weißt du, was das ist? Ja. Ja, der war Geometer und weißt du wo? Zeche Zollverein. Ich glaube, das ist so ein Vorfahre des sogenannten Marx-Schneiders. Das war nämlich der Typ, der hier hingekommen ist und hat das Gelände ausgemessen für die Bau. Unterirdische Vermessung. Ja. Jetzt habe ich mal gehört, und zwar, dass die Kalla-Erze, also die Erze hier aus diesem Bereich, eine hervorragende Qualität hatten. Und deswegen für die Klingenindustrie gebraucht wurden. Klingenindustrie, weiß ja, wo die war, in Solingen. Und da gab es die Firma Hermann Konium KG. Das ist einer meiner Vorfahren. Und die sollen also, das habe ich eben dann auch nachrecherchiert, ihre Erze in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier aus dem Kalla-Raum bekommen haben. Also es könnte durchaus sein, dass irgendwo eine Knolle hier aus dem Boden, also eine Erzknolle, dann in Solingen gelandet ist. Übrigens gibt es da noch so... Das heißt mit anderen Worten, meine Vorfahren haben hier unten irgendwo in den Löchern gebuddelt, haben sich sozusagen in dem Wasser, in der Kälte, nach dem Erz abgemüht, während deine Vorfahren daraus das große Geld gemacht haben? Ja. Ich gebe dir ein Bier aus nachher. Okay. Dann ist die Sache aber erledigt. Okay. Also das gesamte Gebiet ist im Grunde ein Höhlensystem. Ne? Wahnsinn. Ja, die durchlöcherte Eifel. Du weißt ja, dass ich ein Buch gemacht habe, Eifeler Unterwelten, und da habe ich natürlich nur die Bergwerke benannt, die auch offiziell begehbar sind, weil meine Angst war immer, dass irgendwann jemand vermisst wird und man sucht den und findet ihn dann in einem aufgelassenen Bergbau als Skelett mit meinem Buch in der Hand. Ja, also ich bin dann schuld. Aber in einem meiner Romane kommt das tatsächlich vor. Ja. Also jemand verschwindet, und zwar der hat immer nach einem alten Nazi-Schatz gesucht. Ja. Ne? Also ein gewiss Strohwang
Strohwang hieß der. Ja, und der ist irgendwann in so ein Stollensystem gegangen und hat sich, ist nicht mehr rausgekommen. Ja, ne? Ja. Und zwei Jungen finden den dann irgendwann. Und zwar ist der wie bei Hebel, gibt es so eine Geschichte von einem Bergmann, der in einem Erdstollen verschüttet wird und der nachher noch, der dann nach Jahrzehnten, ne, kommt, wird er wieder, findet man den wieder und seine Frau findet sozusagen den Bergmann in einem Zustand, wie er als junger Mann war, als er gerade, und das wird durch bestimmte Eisenoxide und Bleioxide hervorgerufen. Er sieht aus wie zu der Zeit, als die beiden geheiratet haben. Wahnsinn. Und sie ist mittlerweile eine alte Frau. Und diese Geschichte habe ich sozusagen so in gewisser Weise übertragen auf die Eifel. Also der Strohwank, der Schatzsucher, wird von den beiden Jungen dann gefunden und auch noch vollkommen konserviert neben seinen Geräten und neben einem Silberschatz. Habe ich doch gesagt, irgendwie der Schriftsteller ist eine Art Bergmann, der aus der Tiefe des Bodens seine Storys holt, oder? Kleiner Hinweis noch, das war hier alles Bergamt Düren. Mhm. Und das Bergamt Düren vermeldet für seinen Beritt in die Eifel rein, also bis kurz vor Trier, ungefähr 500 Bergwerke. Ja. Ja. Also ganz, ganz viele Bergwerke, die man heute gar nicht mehr kennt und die natürlich eben auch verschlossen sind und in die man auch nicht reingehen sollte. Das ist gefährlich, Kinder, nicht nachmachen zu Hause. Ne? Nicht, dass man nachher euch mit einem Handy in der Hand und da läuft dann noch dieses Video von uns beiden drauf findet. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle, donnert nicht. Jeder nicht rein. Ich habe es dir gesagt. Der Hund kann euch da auch nicht helfen. Ne, obwohl, Luna, du bist doch quasi irgendwie, du gehörst doch zur Höhlenrettungsstaffel, stimmt's? Ja, genau, ja. Hunderettungsstaffel, Luna. Komm, dann gucken wir mal, wen wir noch retten können, oder? Genau. Alles klar. So, jetzt machen wir das Gerät aus hier. So, hallo. Nach einem Jahr sind wir jetzt mit unserer ersten Rundreise fertig. Mhm. Wir haben angefangen oben auf dem Michelsberg in fast, 580 Meter Höhe an der Wasserscheide, wo sich die Wasser teilen, in die Ahr runter, in die Erft runter und stehen jetzt hier am berühmten Neffelbach. Genau. The most famous creek, wie du auch schon gesagt hast, der dem Geschlecht der Nibelungen seinen Namen gegeben haben soll. Ich kann quasi Hagen hinten noch mit seinen finsteren Augen hinterm Gebüsch erkennen. Wenn ich mich jetzt so umgucke hier in der Landschaft und denke, wow, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben viel gemacht. Aber was meinst du, was haben wir noch nicht erzählt? Was müssen wir noch erzählen? Also wenn wir an die Bäche denken, dann müssen wir bestimmt noch die Mühlen ansprechen. Also das müssen wir doch machen. Und dann, wenn ich mir denke, die ganzen Wasserburgen hier. Wir haben die größte Dichte von Wasserburgen in Deutschland. Und bei Burgen denke ich immer an Gerichtsbarkeit. Genau. Galgenberg, Scheiterhaufen, Zweiteilen, Vierteilen, Fünfteilen. Räuberbanden. Und es gibt noch so viele andere Geschichten. Hey, wir müssen weitermachen, das ist ja vollkommen klar. Was meinst du? Hast du Bock? Auf jeden Fall. Gut, das heißt, Ende des Jahres sind wir da mit einer neuen Serie, mit einem neuen Titel und erzählen Geschichten aus der Eifler und Voreifler Geschichte. Wir sehen euch. Ciao. Tschüss.